Wettrüsten. Ein CV-Match. Immer wieder super, immer wieder gerne genommen. Naja. Schauen wir mal, ne? Also, ihr seht, die haben eine Goliath, eine Stalingrad, Ibuki, Cleveland. Also, ohne Cleveland in Divi mit einer Kagero. Auch das gucke ich mir immer an. Wer spielt da in Divi? Und gerade wenn es sich um Radarkreuzer handelt, gucke ich mir an, mit wem spielen die zusammen. Und mit DD zusammen, das ist eine echte Gefahr. Kann eine echte Gefahr sein. Diese Kombination, gerade auch so eine Kagero, der kann ja wirklich gut spotten. Da hast du unter Umständen echte Probleme. So, Schlüsselbereiche erobern. Tja. Da gibt es jetzt die DD-Fahrer, die von hier aus, vom Spawn weg, sofort hier Kurs auf den Schlüsselbereich, weil es geht um Schlüsselbereiche erobern. Ja, kann man machen. Und wer spottet, wenn ich zwischen den Inseln bin? Der CV, ja. Der CV ist aber da. Die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt erstmal hier spottet, und das tut er ja auch, ist sehr groß. Also, sag ich, Schlüsselbereich interessiert mich erstmal gar nicht. Ist mir völlig egal. Ich spotte für mein Team. Ich versuche hier Ziele zu finden, damit mein Team etwas machen kann. Und ich im Zweifelsfall natürlich auch. So, und auch hier wieder RPF. Ich hab's, die anderen nicht. Mit anderen Worten, wäre ich jetzt im RPF, also würde einer von denen wissen, in welche Richtung ich unterwegs bin, würde ich möglicherweise auch anders spielen, als ich es jetzt tue. Ganz klar, weil die wissen halt nicht, aus welcher Richtung kommen Torps. So, Pobeda fährt da rüber, das ist schon mal sehr positiv, weil wenn der jetzt da rüber fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hier agiert, viel größer als hier. Trotzdem, wie gesagt, mich interessiert erstmal dieses Wettrüsten hier gar nicht. Mich interessiert sowas. So ein russischer Karren. So, und RPF zeigt in etwa hier hin. Cleveland. Boost rein. Maschinenboost aktiviert. Weg von der Cleveland. Einfach raus aus dem Radar. Und man sieht ja, in welche Richtung die Cleveland fährt. Also der fährt jetzt hier an die Insel ran. Wenn ich in diese Richtung fahre, bin ich ganz, ganz schnell aus diesem Bereich raus. Ja, und dann kann ich nämlich hier noch weiter nach vorne fahren. Und ich schalte ja immer mal wieder auf, was machen die einzelnen Leute so. So, und kann jetzt hier sogar die Cleveland spotten. 10,3 ist also für mich völlig egal. Dann habe ich gesagt, okay, breitseitige Republik, klar. Graf Zeppelin greift jetzt hier die Soyuz an, also warte ich erstmal, was da passiert. Und wenn der Torptreffer setzt, was er getan hat, dann haue ich da nochmal einen Fächer raus, weil für den Fall, dass er jetzt Flooding hatte, wird er das mit Sicherheit repariert haben. Ja, und dann sehe ich zu, dass ich jetzt hier wegkomme, weil ich ja keine Ahnung habe, ob diese Cleveland rückwärts fährt. Wenn der rückwärts fährt, das waren 10,3, bin ich relativ schnell wieder in 10 Kilometer Entfernung an ihm dran. Also das will ich ja nicht. So, aber da ist die Cleveland aufgegangen. 12 Kilometer, also alles relativ entspannt. Für die Republik läuft das jetzt nicht ganz so entspannt. Ne? Klack, 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 klack. 3 Treffer, 4 Treffer noch auf Friedrich. Und da kommt jetzt auch noch die Soyuz. Und da gibt es dann noch einen Treffer und noch einen Treffer. Und auch nochmal einen mit Wassereinbruch. So, und dann haben wir jetzt mit dem ersten Abwurf unsere 100.000 fast voll. Und haben auch ein bisschen spotten können. Spotting Damage 11.800. Überschaubar. Die anderen sind in Front, weil sie halt schon einen Ring mehr bekommen haben. Ist mir aber egal. Also die paar Pünktchen hier, das ist nicht weiter wichtig. Außerdem, ne, wir haben ja hier drüben auch noch ein Team. So.
Jetzt habe ich dann aber doch gedacht, ich muss mal irgendwo hier mal ein bisschen mehr machen. Hier rumeiern ist ja sehr schön. Aber eigentlich ist auch alles geklärt. Also gespottet sind sie jetzt alle. Bis auf den DD. Und ja. Maschinenboost. Meine Torps sind ja wieder soweit. So, unser Otschakow ist raus, unser Bismarck ist raus. Ratzfatz sind wir richtig hinten. Ne, weil... Jetzt haben wir das. So, hier jetzt hinterher zu torpen, macht gar keinen Sinn. Ne? Ist ein Kreuzer, ist 11 Kilometer weg. Ich habe jetzt hier gesagt, ich versuche diesen Buff zu kriegen. Und versuche den aber auch möglichst vorsichtig zu nehmen. Deswegen hier auch die Verbindung Insel. Hier muss ja irgendwo, da ist die Cleveland aufgegangen. So, und ich habe mir jetzt hier den Buff geholt. In dem Bewusstsein, dass ich möglicherweise hier gleich geradert werden könnte. Könnte. So, der mit der Goliath, der hat jetzt hier einfach mal abgebremst. So, Cleveland fährt da nach vorne. Da kann ich nicht hintorpen. Das wird übrigens gleich nochmal ganz spannend. Ja? So, jetzt wird es interessanter mit dem Torpen. Aber da bleibt ja auch so ein bisschen was hängen. Ne? Z23 ist raus, Druid ist raus. Die haben sich gegenseitig rausgenommen. So, und jetzt ich mach mal Klick. Und den wieder groß. Jetzt habe ich gesehen, jetzt dreht er. Also, wie gesagt, Minimap ist immer das A und O. Also man sieht, Goliath stand die ganze Zeit hier und dreht. Warum dreht er? Friedrich der Große steht nur noch hier und die Ibuki ist dahin unterwegs. Also mit anderen Worten, der will jetzt gerade hier ein bisschen Druck machen. So, also... So, jetzt haben die anderen auch die Kagero verloren. Nun war das hier viel entspannter, weil ich bin der letzte verbliebene DD. Radar. Boost rein. Schnellstmöglich vom Radar weg. Und jetzt hier nochmal gucken. Was macht er mit der Goliath? Was wird er gleich machen? Und weil ich ja gesehen habe, was er gemacht hat, habe ich gesagt, okay. So, das ist der Kandidat, der im Zweifelsfalle sich da wieder rausbremsen will. Also der wird geradeaus fahren und dann wird er wieder ein Stückchen abbremsen und so. Boost bringt mich jetzt von der Cleveland weg. Natürlich auch, weil die Cleveland von mir auch noch wegfährt. So, jetzt schieße ich nochmal hier auf die Goliath, dass er möglicherweise nochmal eindreht. Und genau das macht er. Kriegt einen Brand, aber dreht vor allen Dingen nochmal ein und bremst auch ein bisschen ab. Und deswegen war er mal. Gegnerischer Kreuzer gesunken. So, also können wir das hier ganz entspannt abhaken. Auf dieser Linie ist nichts mehr. Die sind jetzt alle hier im Mittelbereich. Und es kommt ja auch gleich der Schlüsselbereich. Also habe ich mir gesagt, versuche ich jetzt einfach mal hier durchzukommen, um in den Schlüsselbereich, also in diesen Bereich des Schlüsselbereiches reinzufahren. Weil ich bin der einzige verbliebene DD. Es ist zwar ein CV-Match, aber mir fällt es zumindest am leichtesten, da den Schlüsselbereich mit einzunehmen. Wenn ich andere da hinschicke, nee, das passt nicht. Das muss ich schon machen. Auch wenn da möglicherweise jetzt irgendwo diese Cleveland ist. So, Alabama ist raus. Jetzt haben die anderen 5 verloren, wir haben 3 verloren. Wir haben 4 Buffs, die haben 3 Buffs. Da kommt die Republik und jetzt... Dürft ihr gerne lächeln oder lachen, ist mir egal. Ist mir echt egal. War mir dann im Spiel, ich habe echt gedacht, sag mal, Alter, bist du besoffen oder was? Ich habe versucht, immer beide aufzuschalten. Ich mach das nochmal groß. Ne? Immer beide aufzuschalten, um zu sehen, kann ich die beide treffen? Ist der weiße Bereich so, dass ich beide treffen kann?
Und ich habe dafür sogar geinselt, weil ich gesagt habe, ich will sie auf jeden Fall noch kriegen, bevor sie hier hinter der Insel verschwinden. Und dann habe ich genau hingeguckt und habe gesagt, Alter, du guckst ja gar nicht hier die Insel, du guckst ja da die Insel, die verschwinden gleich hinter der anderen Insel. Insel tot, Schiffe definitiv nicht. Ich habe einfach mich in den Inseln vergriffen sozusagen. Und ja, die können sich halt da einen Arsch lachen, aber die Insel nicht. Desert, moin! Maschinenboost deaktiviert. So, unsere Schliefen ist raus. 8 gegen 7. Alles noch eng beieinander. 430 zu 900, zu 390. So. Und jetzt bin ich halt hier im Eroberungsbereich und sorge dafür, dass die das nicht erobern können. Jetzt habe ich hier für einen Moment überlegt, gebe ich der Des Moines mein Smoke? Habe ich die Cleveland gesehen, habe gesagt, okay, der ist also so nah dran. Habe den natürlich nochmal als Ziel angesagt. Ne? Ihr seht, wie ich fahre. Ich war für einen Moment überlegt, gebe ich dem meinen Smoke? Und dann habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Macht aus zwei Gründen keinen Sinn. Gebe ich ihm den Smoke, habe ich selber keinen mehr. Im CV-Match gefährlich. Gerade wenn die anderen wissen, wo du bist. Und sie wissen es jetzt. Ich bin halt irgendwo hier in diesem Bereich. Und solange die Cleveland noch im Spiel ist, kann die Cleveland die Des Moines auch radarn, sodass der im Smoke auch aufgeht. Und deswegen habe ich es gelassen. So, und habe jetzt hier gesagt, okay, ich fahre mal hier hinter die Insel. Naja, nicht an die Insel, sondern nur hinter die Insel. Und versucht diese Soyuz jetzt rauszutrauben. Hab auch hier wieder nur zwei rausgesetzt von den Torfächern. Hab auch bewusst geinselt, weil ich einfach gesagt habe, ich will mich eigentlich gar nicht nebeln. So, der kam natürlich immer näher und auch die Probea kam hier immer näher. Und da habe ich gedacht, na, wenn der jetzt hier, ich mach mal Stopp. Wenn der jetzt hier einfach nur so fliegt, ich mache das mal groß. Wenn der jetzt hier so fliegt, um hier jetzt reinzukriegen, dann kriegt er mich volle Breitseite. Und das ist natürlich echt ätzend. Also habe ich jetzt dann doch gesagt, okay, ich nebel mich. Nur um sicher zu gehen, dass mich der CV nicht rausnimmt. Aber der CV hatte ganz andere Ideen. So. Soyuz raus. Und jetzt habe ich hier geguckt, kann ich noch auf irgendeinen torpen? Einen Torfächer habe ich ja noch. Zum einen liegt hier ein Wrack. Da jetzt hinzutorben macht wenig Sinn. Zum anderen fährt der jetzt auch weg. Also, den kriege ich gar nicht. Und jetzt kommt hier die Cleveland. Und jetzt kommt so eine Situation, wo ich immer wieder, na, ich sag mal, Panikhandlungen sehe. Radar. Radar. Ja, und? Was ist denn jetzt im Moment das Schlimmste, was mir passieren kann? Cleveland kann mich nicht beschießen. Tirpitz kann mich nicht beschießen. Stalingrad, boah, 18,6, wird mich nicht beschießen. Friedrich der Große, ja, könnte theoretisch versuchen, von da hier an der Insel vorbei auf mich. Also theoretisch könnte er es versuchen. Das Schlimmste, was mir immer passieren kann, ist, dass der CV mich angreift. Alles andere ist mir doch egal. Also sorge ich dafür, dass mir hier nichts passieren kann und fahre einfach im Radar rückwärts an die Insel ran. Aussitzen. Einfach nur aussitzen. Ich fahre rückwärts ran, dann kann auch Friedrich der Große mich nicht mehr beschießen. Und dieses Radar läuft ja keine 2-3 Minuten. Da ist es aus. So, und jetzt bin ich safe. Cleveland ist nämlich von der Iowa rausgeschossen worden. Also, Thema Radar ist durch. Tja, und jetzt kippt so ein Spiel dann eben auch schnell mal. Bis eben war noch alles relativ eng beieinander und jetzt macht das klack, klack, klack. Tirpitz raus, Cleveland raus. Cleveland raus. Und wir sind im Schlüsselbereich. Unsere Iowa geht mit raus. Friedrich der Große ist raus. 6 gegen 2. So, und jetzt kommt natürlich der Moment, wo ich dann auch sage, okay,
Brauchen wir diesen Buff hier oben noch? Müssen wir irgendwem helfen? Und dann habe ich mich umgeguckt und habe gesagt, nö. Mehr HP braucht im Moment einfach keiner wirklich dringend. Und es gibt keinen Grund für mich, den Schlüsselbereich zu verlassen und da hochzufahren, wenn die Gegner hier unten sind, wenn wir das gar nicht brauchen. Wofür? Weil, was ihr auch gleich sehen werdet, Zecke, moin. Jeder, der Wettrüsten schon mal gespielt hat, den Modus, weiß, wie schnell das gleich tickt, sobald wir den Mittelbereich haben. Also, wenn wir den Schlüsselbereich haben, guckt mal auf die Uhr. Krieger, moin. Na, so. 6,39 und wir haben 530. Bei 6,39 haben wir 530. Und es geht immer weiter. Immer 10, 10, 10, 10, 10. Das tickert jetzt so schnell nach vorne. Man darf dem Gegner den Schlüsselbereich auf gar keinen Fall überlassen. Auf gar keinen Fall. So, jetzt ging hier unten eben auch nochmal ein TP-Buff auf. Also habe ich den natürlich auch nochmal mitgenommen. Dirty Harry, moin! So, Stalingrad. Tja, der geht's auch nicht mehr so richtig gut. Hat jetzt nochmal einen Heal angeschmissen. Aber, naja, geht so, ne? So, Stalingrad raus. Das liegt jetzt am Replay. Moskva raus. 5 gegen 1. Aber ihr seht jetzt, wir sind bei 870 und es sind 529. 529. Also es geht so unglaublich schnell. Du kannst gegen den eroberten Schlüsselbereich, gegen das Ticken, kannst du im Prinzip nicht gegen anspielen. Da hast du keine Chance mehr. Wenn du kein Schiff reinbekommst, das es aufhält, haben die anderen gewonnen. Und da ist es soweit. Also, Schlüsselbereich erobern, das A und O bei diesem Spiel. Die Buffs sind gut und schön, aber der Schlüsselbereich ist der Schlüssel tatsächlich. So, 3 Buffs, ja. 2200, Basiserfahrung. Und hier sieht man halt, wo es herkommt. Und Schaden durch Aufklärung, 43.000. Geht so.